Das erste Projekt, an dem wir gescheitert sind. Und das macht extreme Fettflecken. Hier echt ein Graus, aber ich finde, es sieht wirklich schön aus. Und damit hallo zu einem neuen Video. Wie ich es ja letzte Woche schon angekündigt habe, will ich mich diese Woche hier um die Ecke im Wohnzimmer kümmern. Zum einen möchte ich gern um die Regale gerne so eine Art Bildergalerie machen, also viele Bilder aufhängen und vielleicht ein paar von meinen Spiegeln, die hier rumhängen, nach da verfrachten, dass das Ganze hier ein bisschen voller wird und nicht mehr ganz so leer aussieht. Und zum anderen möchte ich hier das Fensterbrett ein bisschen grüner haben. Und die heutige Abendmission für mich ist auf jeden Fall Pflanzen einzutopfen, denn ich hatte in den letzten Tagen ganz viele Ableger gemacht. Ich zeige euch das mal in der Küche, da habe ich nämlich schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich hier schon diese Station vorbereitet, also mir ein bisschen Erde geholt, einmal ganz normale Blumenerde und Sukkulenten- und Kakteenerde. Dann habe ich in meinen Vorratsschränken, also drüben im Gartenhäuschen, mal ein bisschen gewühlt und alle Töpfe mitgenommen, die so medium groß sind, denn die brauche ich gleich. Da habe ich ganz normale Terrakotta-Töpfe mit Loch unten, da muss ich auf jeden Fall noch Untersetzer suchen. Ganz normale Übertöpfe und diese Einsätze dazu, muss mal gucken, was da passt. Ich habe einfach mal eine Auswahl mitgebracht. Und als erstes werde ich ja alles mal sauber machen, also die Terrakotta-Töpfe, da ist ganz viel Kalk dran, das werde ich mal abspülen. Ich habe gehört, mit Essig geht das sehr, sehr gut. Und eingepflanzt sollen da alle Ableger, die so entstanden sind, zum einen aus den Pflanzen selbst. Denn einmal hat die Pilea hier wirklich richtig losgelegt und ganz viele kleine gemacht. Die können in so kleine Terrakotta-Töpfchen wie diese. Die Sukkulente, da sind extrem viele Ableger ringsrum. Davon hatte ich schon ein paar in die Beete gesetzt. Die stand nämlich draußen die ganze Zeit. Die kleinen möchte ich jetzt aber gern drin haben. Dann habe ich von der Monstera, das ist glaube ich die Monkey Monstera, ein paar Ableger gemacht. Das ist aber schon ewig her. Die stehen hier in so einem Glas. Die haben auch schon richtig wahnsinnig gewurzelt. Wie gesagt, die stehen ja bestimmt schon über ein halbes Jahr. Die möchte ich jetzt gerne mal einpflanzen. Und zwar mit hier rein. Und die eigentlich auch gerne kürzen, weil das irgendwie unmöglich aussieht. Und ich muss mal gucken, irgendwo habe ich auch noch Draht, dass man das hier ein bisschen schöner arrangiert. Und dass alles ein bisschen dichter und buschiger wird. Dann hat mein Kaktus richtig viele Ableger gemacht. Die hatte ich hier schon mal eingepflanzt. Die wachsen nicht so richtig. Dann werde ich nochmal neue Erde spendieren. Und hier liegen auch noch neue Ableger. Die müssen jetzt auch dringend eingepflanzt werden. Und hier oben im Küchenregal steht noch eine grüne Lilie. Und die hat kaum mehr Erde. Der muss ich, glaube ich, wirklich jetzt langsam mal einen größeren Topf spendieren und vielleicht die Blätter, die so gelitten haben, weil die ja manchmal in die Tür reingekommen sind, mal abschneiden. Und dann gucke ich mal, was alles noch einen größeren Topf gebrauchen könnte und vielleicht neue Erde oder mal gedüngt werden muss. Oder von was ich gerne noch Ableger machen möchte. Also Schritt 1, ich mache mal die Töpfe hier sauber, dass sie wieder schön sind. Niedlich, oder? Das mache ich jetzt mal weiter und dann zeige ich euch mal die Ausbeute. Okay, ich habe von der Monstera jetzt mal diesen langen Stiel abgemacht und das sieht wirklich so unschön aus. Ich glaube, ich habe die mal eine Zeit lang ganz schlecht gegossen. Da sind ja alle Blätter vertrocknet. Ich mache einfach den hier jetzt. Ich schneide die ja ziemlich weiter unten ab. Wächst ja eigentlich genug nach. Und hier kommt auch schon ein neues Blatt. Und hier raus mache ich mir einfach Ableger. Bis wohin sieht es hübsch aus? So bis hier. Dann schneide ich über so einem Knoten ab. Und gucke, dass so eine Luftwurzel noch dran ist. Ich glaube, hier raus kann man das sogar auch noch machen. So. Und so. Und dann habe ich eine Pflanze. Die zweite, ist egal, dass hier übrigens keine Blätter dran sind, hoffe ich zumindest. Also ich hatte es schon mal ausprobiert, das ging.
3 und der wird auf jeden Fall was 4. Und die stelle ich in Wasser und hell, die müssen gar nicht dunkel stehen und dann wurzeln die hier unten und dann können die wieder eingepflanzt werden. Dann genau das gleiche hatte ich hier mitgemacht und hat super funktioniert. Super krasse Wurzeln auf jeden Fall. Und die jetzt hier schon so gut gewurzelt sind, die pflanze ich hier mit ein, damit das so ein bisschen buschiger wird, weil jetzt sieht es echt traurig aus. Ne? Also viel ist nicht übrig geblieben, ist aber nicht so schlimm. Okay, ich habe jetzt doch noch mal ein bisschen mehr abgeschnitten und die Stecklinge jetzt dazu gepflanzt und so gefällt es mir auf jeden Fall schon mal besser und so kann sie jetzt in Ruhe weiter wachsen, ohne dass man hier so viel Stiel hat und so viel Haltemöglichkeiten machen muss. Und da ich kaum Stäbe hatte, habe ich mir mit Schaschlikspießen weitergeholfen. Und ich habe übrigens auch noch mal gegoogelt hier wegen den Stecklingen oder den Ablegern. Also so ein Stammsteckling geht sehr wohl bei einer Monstera. Allerdings soll man die nicht so ins Wasser stellen, sondern sie auf Erde legen. Da habe ich keine Lust zu. Ich probiere das jetzt einfach so und stecke das hier einfach mit rein und werde euch irgendwann mal berichten, ob das funktioniert hat. Aber wenn ein Blatt mit dabei ist, funktioniert das auf jeden Fall. Also dann ist das gar kein Problem. Dann könnt ihr wild darum schneiden und habt bei sowas wirklich keine Angst. Funktioniert meistens problemlos. Als nächstes kümmere ich mich, glaube ich, um die Forellenbegonie. Die hat ja auch schon sehr, sehr schöne Ableger mit einer tollen Wurzel gemacht. Und ja, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, seid nicht ängstlich. Ich schneide das da oben wirklich ab, dass das genauso buschig wird wie die Monstera. Komm mal her. So, du bist das mit dem Topf. Ja, du kriegst auch noch ein neues Töpfchen. Ich habe gerade probiert, weil ich euch ja jetzt vorhin erzählt habe, wie das ist, wenn man hier mit Essig das so ein bisschen abreibt. Das funktioniert super toll. Ja, ich benutze Branntweinessig. Ich weiß nicht, ob das die Sorte Essig ist, die dafür empfohlen wird. Aber es funktioniert richtig gut. Ich habe jetzt da mal nur ganz kurz rüber gewischt. Das Tuch ist saudreckig. Ich mache mal weiter, weil mit Wasser ging es so semi-gut. Da bleibt auf jeden Fall was übrig. Ich probiere es auch gleich nochmal. Guckt euch das an. Zauberei. Ja, wird auf jeden Fall besser. Also so wie neu sehen die dann nicht mehr aus. Naja, besser als vorher. Oh, mit Essig vorarbeiten und dann mit Wasser nachwischen. Das funktioniert ja richtig gut. Ein bisschen habe ich noch weitergemacht und ich finde die Sukkulenten ja so super, super süß. Klein gefallen die mir ja wirklich auch noch besser als so groß. Aber ich muss jetzt Feierabend leider machen und dann mache ich morgen mal weiter und zeige euch das Endergebnis. Beziehungsweise wir können ja dann auch die Regale und die Fensterbretter dekorieren. Denn es ist Samstagabend, ich glaube es ist schon 9:30 und ich habe noch gar nichts für den Vlog von morgen, also von letzter Woche Sonntag geschnitten. Das sollte ich jetzt vielleicht mal in Angriff nehmen, damit das nicht wieder so spät wird. Ach so, aber noch ein Tipp, falls ihr auch mal vorhaben solltet, mehrere Sachen umzutopfen oder einzupflanzen, dann benutzt am besten eine IKEA-Tüte oder eine andere große Tüte, macht dort Erde rein und macht das da drin, weil es wesentlich weniger Dreck macht. Ich war nämlich gerade wirklich, ja, ich glaube, 20 Minuten damit beschäftigt, das Chaos wieder aufzuräumen. Das kann man sich auf jeden Fall ersparen. Ich hatte leider keine IKEA-Tüte mehr, beziehungsweise sind unsere zwei gerade in Benutzung für Holz und irgendwas anderes da drin ist da drin gelagert. Deswegen ging das gerade nicht. Aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Gut, dann erstmal bis später. Letzte Woche habt ihr ja gesehen, wie wir schon einen großen Teil unserer Tomaten zu Tomatensoße eingekocht haben. Heute muss ich mich allerdings nochmal darum kümmern. Denn es ist mittlerweile so nass, dass die reifen Tomaten anfangen alle zu springen. Die schimmeln dann mit der Zeit und so kann man die dann nicht mehr benutzen. Und deswegen werde ich heute alles ernten, die gesprungenen auf den Kompost machen. Die waren nämlich zum Teil echt nicht mehr so richtig gut. Und die grünen Tomaten zum Nachreifen warm und hell lagern. Das klappt nämlich richtig gut. Haben wir letztes Jahr auch gemacht und dann haben wir locker noch, ich glaube, letztes Jahr haben wir fast bis in den Januar noch eigene Tomaten gegessen. Und wenn es zu viel werden sollte, wonach es auf jeden Fall aussieht, werden wir dieses Jahr viel, viel mehr als letztes Jahr, daraus nochmal Tomatensoße kochen. Gut, dann wusel ich mich mal hier durch. Ich hatte heute schon mal ganz kurz angefangen und festgestellt, dass so ein kleines Gefäß dafür natürlich nicht reicht. Ich werde jetzt erstmal alles hier in den Karton stapeln, was ich so an Ernte habe. Und das nachher aber alles flach lagern, also dass keine Tomaten übereinander liegen. Das haben wir nämlich gemacht letztes Jahr. Das klappt nicht. Die drücken sich dann gegenseitig platt. Oh Gott, ey, das wird so viel. Denn es ist ja nicht nur das, wisst ihr eigentlich, sondern das auch noch. Aber ich fange jetzt mal hier an. Die Konstruktion hat übrigens nicht sonderlich gut gehalten, die Daniel mir gebastelt hat. Die ist wirklich, also das eine Brett hier in der Mitte,
durchgebrochen unter der Last der Tomaten. Das unterschätzt man ein bisschen, was das für ein Gewicht ist. Obwohl man sagen muss, das Brett hatte auch einen Fehler in der Mitte. Da war so eine Astspur und das ist ja immer so eine kleine Sollbruchstelle. Oh, das war, sieht voll komisch aus jetzt, wenn das fehlt. Und die Ausbeute ist unfassbar. Das ist ja jetzt nur von dieser Seite hier. Vom anderen Beet wird es wahrscheinlich noch mal so viel. Krass. Ja, voll schön. Oh, alles leer geputzt. Und ja, die ganze Kiste ist voll. Ich dachte echt, das wäre jetzt noch mehr. Das Beet da hinten hat wesentlich besser funktioniert als das. Aber hier haben wir festgestellt, war echt super lange tagsüber Schatten. Nächstes Jahr kommen die Tomaten eher hier vorne hin. Da war immer Sonne. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ding hier in den Keller transportiert bekommen. Willst du ausmessen? Achso, dann müssen wir. Und fertig. Alles einsortiert. Wahnsinn, oder? Dann will ich mich heute noch um etwas kümmern, was ein Riesenproblem geworden ist bei meinen Jacken. Und zwar habe ich mir eine Zeit lang immer das Hundefutter in die Jackentaschen gestopft. Immer links, wie man sieht. Und das macht extreme Fettflecken. Ich habe mir schon eine neue Regenjacke gekauft, die habt ihr heute ja schon gesehen. Aber irgendwie ist es ja schade, die ist ja sonst noch intakt und das ist das einzige Problem. Also eigentlich bei all meinen alten Jacken, die eigentlich alle noch toll sind. Und ich habe jetzt mal recherchiert, Fettflecken gehen angeblich raus, wenn man das hier eine Stunde lang in Spülmittelwasser einweicht. Und das probiere ich jetzt mal für euch, weil vielleicht geht es manchen von euch auch so. Ich benutze ja, seitdem ich das gesehen habe, dass das so ein Problem ist, immer Gassi-Taschen. Ja, aber es ist nicht nur die Tasche, es ist auch irgendwie der Ärmel, weil ich da reingreife oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe die schon ganz oft gewaschen. Naja, ich weiche es mal ein und berichte euch dann, ob das geklappt hat. Ich muss noch mal gucken, in was für Gefäße ich das mache, weil die Regenjacke passt jetzt schon in so einen Eimer, aber diese dicke Winterjacke. Naja, ich wollte nur sagen, die richtig schweren Flecken, die werde ich jetzt mal einweichen und direkt Spülmittel drauf geben und den Rest dann nur so eine Stunde einwirken lassen. Oh Mann, ich hoffe echt, die ist sonst super toll. Die habe ich schon ewig und mag ich immer noch gerne. Wäre halt echt schade, wenn das wegen so einem Mist hier nicht mehr benutzbar ist. Deswegen ein Tipp auch an mich. Steckt eure Leckerlis nicht in Jackentaschen oder in Hosentaschen oder so. Ist echt eine blöde Idee. Damit habt ihr dann nur Ärger. So, ein bisschen später ein Update zur Jacke. Ich würde mal meinen, das hat super funktioniert. Also, wenn ihr auch irgendwie Fettflecken haben solltet, probiert es mal mit Spülmittel. Scheint wirklich ein toller Tipp zu sein. So richtig, richtig blitzeblank ist sie nicht geworden. Ich glaube, ich wiederhole das sogar noch einmal. Ja gut, aber die Jacke ist jetzt auch 5 Jahre alt. Ich glaube, da sind ein paar Flecken, die vielleicht nicht ganz so akkurat rausgehen. Auch okay, aber so kann man sie auf jeden Fall wieder anziehen. Heute geht es los. Daniel baut jetzt die Konstruktion, um daran die Treppe zu befestigen. Komm, ich muss entscheiden, willst du hier die Treppe, oder? Dass sie hier so runterkommt, ja. Oder? Ja. Kann man hier einen Schrank hinstellen? Und ich weiß nicht, muss man gucken. Ja, hier oder da. Weil hier nur einen Schrank hinstellen? Ich weiß nicht. Nee. Müssen wir mal gucken, wenn hier ein Fenster drin ist. Kann man hier vielleicht nochmal einen Schrank hinstellen. Ja, weil die Treppe ja so schräg rauskommt, deswegen muss man sich schon überlegen, dass man da noch was stellen kann. Ja? Dass man hier ausstellen kann, ja. Den Schritt nach vorne machen kann. Vielleicht steht ja auch in der Verpackung noch irgendwas drin, wie viel Platz man einplanen muss mit dem Winkel und so, ne? Ach so, ja, vielleicht. Gut, dann komme ich gleich nochmal. Die Querlatten werden jetzt mit so riesigen Winkeln an die Balken festgeschraubt. Tada! Wer arbeitet da wieder bis spät in die Nacht? Daniel, dem lässt das einfach keine Ruhe. Hat sich jetzt schon mal so eine Unterkonstruktion hier mit den Latten gebaut und schraubt jetzt die erste Rigipsplatte an. Winkel gerade? Ja. Und trifft die Latten immer nicht. Und warum machst du das jetzt erst, bevor du die Treppe einbaust?
Damit ich weiß, wie der Abstand hier von, also wie tief ich die Treppe machen muss, damit es hier abschließt. Ach so, genau, weil wir die irgendwie die Treppe schon dann in der Höhe, dass das gerade abschließt und dass hier nicht reingeht oder raussteht oder ja. So. Ja. Und Bahn 2. Das ist wieder total anstrengend, wenn man das lange nicht gemacht hat, über Kopf zu arbeiten. Da merkt man erstmal, wie wenig man seine Arme benutzt. Hast du keine Taubenarme? Und ich habe jetzt nur 3 Minuten da die Platte oben gehalten. Oh Gott. Wollen wir wetten, ich habe morgen Muskelkater von 2 Platten oben halten? 100 pro. Keine Zeit, taube Arme zu haben. Ja, das ist gut. Wenn man ja Blendrahmen passt, den nehmen wir halt mal rein. Das wäre jetzt richtig mies. Aber bei unserem Glück wird es nicht passen. Daniel hat jetzt bis zum Türsturz ausgestemmt. Bis da oben, bis zum neuen Türsturz. Schon mal so ein bisschen verputzt und jetzt halten wir mal den Blendrahmen ran und gucken mal, wo wir vorbohren müssen und so. Es wird hier sehr, sehr eng. Das ist blöd. Eigentlich hat man auch überlegt, die Heizung dann wegzumachen und noch hier drüben zu setzen, aber die Rohre gehen auch noch durch bis zur Heizung im Bad. Deswegen probieren wir mal, ob es so vielleicht auch irgendwie klappt. Blendrahmen ist schon aufgebaut. Halten wir mal ran. Eine Stunde Besprechung später. Es ist wie immer, hier passt nichts. Eine schmale Türblende ist zu schmal. Die normalen Größen sind zu breit. Was dazwischen gibt es nicht. So sieht die Tür denn aus. Ja. Super. Ja, passt nicht. Na, jetzt haben wir uns beraten. Jetzt bauen wir hier irgendein Provisorium aus Holz und irgendwelchen Schellen, dass man diesen Blendrahmen, der hier angesetzt wird, irgendwie da anbringen kann. Weil wir haben wirklich so wenig Spiel, es klappt einfach nicht. Es ist ja, ihr wisst es, wie immer. Schief, schräg oder es passt einfach nicht. Irgendwie Spezialmaße. Dann ist hier unten super viel Schutt wieder drin, irgendein Sand. Ich meine, wer fließt auf Sand? Wir haben uns schon gewundert, warum der Boden hier so einsinkt. Wir hätten sonst die Fliesen behalten, weil die sind irgendwie ganz cool. Das muss alles raus. Selbst wenn wir jetzt eine Tür einbauen, wird die nicht aufgehen. Ach, das muss auch noch erledigt werden. Ist es echt. Mann, Daniel wollte das hier in 2 Tagen fertig haben. Gestern Abend sollte es eigentlich schon fertig sein. Ja, man fällt immer wieder auf den gleichen Fehler rein. Man ist so optimistisch. Man denkt, das passt. Es passt immer alles. Es hat hier noch nie irgendetwas gleich funktioniert. Naja, wir fahren jetzt im Baumarkt und gucken mal, was es gibt. Alles ist ausgemessen. Das Brett, das haben wir jetzt. Und wir werden immer schneller, diesen kleinen Kram hier zusammenzusuchen. Winkel, Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern, nochmal Schrauben. Und wie wir das benutzen und da dann die Türzarge, die eigentlich Blendrahmen heißt, befestigen wollen, das zeigen wir euch mal zu Hause. Das ist nämlich ein bisschen abenteuerlich wieder. Und das ist halt auch ein richtig cooles Regal. Hier gibt es richtig tolle Sachen, so halbrunde Stäbe, runde Stäbe. Hier gibt es so alles zum Kleingedöns basteln. Und wir wollen, und zwar brauchen wir so eine Viertelrundstäbe. Die soll nämlich im Mittelzimmer mit an die Decke, um diese hässlichen Lücken zu verdecken. Das kann ich euch nachher mal zeigen. Wir nehmen jetzt erstmal 10 davon mit und ich probiere mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wir haben schon mal einen mitgenommen und den rangehalten. Und dadurch, dass die so biegsam sind, kann man da so ein bisschen nivellieren. Aber das werdet ihr sehen, wenn wir zu Hause sind. Da zeige ich euch das mal, was da das Problem ist. Wir gucken gerade nach Fliesen fürs Mittelzimmer, eventuell später und auch für den Flur. Und das ist ja richtig toll. Fliesen, die aussehen wie Holzoptik. Gibt es nur leider nicht mehr. Alles ausverkauft. Gucken wir mal weiter. Ja, nicht sicher, ne. Wir fummeln jetzt hier, glaube ich, schon 1 Stunde rum. Erstmal unten irgendwas gebaut, dass wir die Tür da abstellen können, also den Blendrahmen, damit der in Waage steht. Und jetzt hat Daniel hier hinten an die Wand diese Winkel angeschraubt und daran jetzt die Türblende, mein Gott, wie heißt denn das jetzt, den Blendrahmen anzuschrauben. So.
Und auf der anderen Seite wird direkt an der Wand angebracht, so wie es auch ja vorgesehen ist. Die Löcher sind auf beiden Seiten schon gebohrt. Da muss jetzt noch in den Stein reingebohrt werden und dann können wir es eigentlich anbringen. Oh Gott, let's do it. Let's do it. Und guck mal, über sowas freut sich jede Hausfrau. Ja. Und so sieht es in jedem Zimmer jetzt wahrscheinlich aus am Eingang. Ah ne, Flur ist echt die dreckigste Angelegenheit hier überhaupt. Also, das macht keine Freude. Und den Tritt oder die Leiter irgendwo hinzustellen, wo Dreck ist, ist auch keine Freude. Ah, leg los. Strom. Na huch, der Blendrahmen ist wieder weg, weil es nicht funktioniert hat, wie wir uns das gedacht haben. Denn wenn wir den Blendrahmen hier anbohren wollen, kommen wir irgendwie zu nah an die Ziegel und die brechen dann ab. Daniel musste hier oben jetzt neu vermauern, weil da wirklich alles kaputt war. Und jetzt müssen wir uns was Neues überlegen. Vielleicht irgendwie mit so Art Schelle von hinten an den Türrahmen und dann dort an die Mauer. Also dann aber auch lange Schellen, sodass man nicht so nah hier am Rand bohren muss, sondern vielleicht eher da. Ach ja, ich sag mal so ohne Worte, Daniel ist richtig begeistert. Ja, auf der Seite hielt dieser Winkel nicht, der ist dann auch hier rausgebrochen, weil auch da so ein bisschen was vom Stein gefehlt hat. Aber hier unten halten die Winkel. Naja, Daniel war gerade auf Suche nach so Schellen, aber ja, es kam mit leeren Händen zurück. Das heißt, wir müssen mal wieder in den Baumarkt fahren. Dabei sind wir schon super ausgestattet, wir haben eigentlich alles. Aber so an Details scheitert es dann manchmal doch. Aber heute wohl nicht mehr, oder? Echt? Okay, dann kannst du gleich ein paar Bohrer mitbringen. Und in dem Zuge fällt uns gerade ein, ich habe Daniel gefragt, wie haben wir das denn hier im Mittelzimmer gemacht? Hier ist ja auch eine gemauerte Wand und da ist ja der Blendrahmen schon angeschraubt. Und auf einmal fiel mir ein, das stimmt gar nicht. Es kann also sein, dass uns das Ding hier wieder entgegenflattert. Und Daniel hat ja schon den Feinputz dran gemacht, der ist ja eigentlich fertig mit der Wand. Oh Gott. Fix und fertig. Und jetzt hat er gemeint, er probiert das jetzt gleich aus, weil er hat sich heute schon so viel geärgert. Dann geht's hier gleich weiter. Er versucht jetzt, so gleich schräg zu schrauben, dass er gar nicht so nah ans Mauerwerk am Rand kommt. Oh Gott. Nicht zu früh freuen. Das war jetzt erstmal nur Vorbohren mit einem kleinen Bohrer. Ja, und wenn man Pech hat, kommt man auch in eine Fuge und dann hält es halt auch nicht. Ne? Das ist irgendwie alles ein bisschen tricky. Immer noch nicht freuen, das war erstmal nur der Rahmen. Jetzt geht's in die Ziegelmauer. Sieht doch ganz gut aus, oder? Ja, irgendwie schon. Ja, es hat geklappt. Allerdings hat man jetzt natürlich das Problem, dass wenn die Schrauben hier schräg eingeschraubt werden, dass die da so leicht rausgucken. Ja, weiß lackierend weiter im Text. Und zwar bei mir heute Decke abschleifen. Ach so, guck mal, hier stehen übrigens schon die Türen. Das ist die Badtür und dahinter die Tür, die hier ran soll. Das wird ja hoffentlich bald was. Und ich schleife jetzt hier so ein bisschen die Decke ab. Zum einen da, wo Daniel schon den Feinputz ran gemacht hat. Wurde natürlich wieder nicht abgeklebt. Das muss ich jetzt irgendwie abbekommen, dass man das nicht mehr sieht. Weil wir uns jetzt erstmal dazu entschieden haben, doch das unbehandelt zu lassen. Wir gucken uns das erstmal an, weil es irgendwie cool ist, wenn man reinkommt und das so wirkt irgendwie wohnlich. Wir hatten lange überlegt, ob wir es so dunkel lasieren wie die Balken oder weiß streichen. Wissen wir noch nicht genau. Entscheiden wir wahrscheinlich dann auch erst, wenn hier für das Zimmer so ein Farbkonzept fertig ist. Das würde ich nämlich jetzt für jedes Zimmer mal in Angriff nehmen, dass das einfacher ist, die Deko und so auszuwählen. Naja, abschleifen. Zum einen wegen diesen Putzflecken hier am Rand. Und wo sieht man's? Da. Ich hatte ja die Maße zum Teil aufgeschrieben und das dummerweise auf der falschen Seite gemacht. Ich dachte, die Rauschbundbretter, das ist egal, ob die so rum oder andersrum drankommen. Ne? Also es gibt da schon eine Unter- und Oberseite. Und ich habe bei ganz vielen Brettern, da hinten nicht mehr, aber vor allen Dingen hier am Anfang, das auf die falsche Seite geschrieben. Das werde ich auch nochmal wegschleifen, wollte ich sagen. Und dann hatten wir im Baumarkt ja diese Viertelkant oder so hieß das, ne, Viertelkanthölzer geholt. Und die sind für den Abschluss hier von diesen Brettern zum Balken. Weil wenn man da näher rangeht, sieht man, dass man da natürlich nicht genau bündig kommt.
Und wenn man, ein Kameramann wäre manchmal auch echt toll, wenn man das jetzt hier so ansetzt, sieht es auf jeden Fall wesentlich ordentlicher und besser aus. Und davon habe ich mir jetzt ein bisschen was mitgenommen, dass ich das mal ausprobieren kann. Aber Schritt 1, schleifen. Geht so, ne? Ich mach's jetzt mal grob weg, alle die Spritzer hier und das in der Kante. Pff, weiß ich auch noch nicht genau. Die Leisten habe ich gerade versucht, irgendwie mit Holzkleber da oben festzukleben. Klappt nicht richtig. Ich werde mir mal kleine Nägel holen und das so einfach reinnageln. Das müsste viel besser klappen. Haben wir natürlich nicht. Wir haben nur mittelgroße und große Nägel. Also nochmal kleine, lange Nägel besorgen. Dann mache ich mich daran. Und was richtig nervt ist, dass die hier so einen blöden Aufkleber rangeklebt haben. Und der natürlich auch auf der Vorderseite zu sehen ist. Und der so schwer zu entfernen ist. Das hasse ich. Das kenne ich eigentlich nur von Geschirr und so. Dass das immer so eine Klebereste hinterlässt. Aber hier ist es auch so. Also dauert das Abmachen des Aufklebers länger als das Befestigen an der Wand. Super. Gucken wir mal, ob dieser Blendrahmen wieder blitzeblank wird. Ich meine, an der Seite hier hatten wir abgeklebt zum Verputzen. Ich bin immer überrascht, was für ein Dreck das macht. Ne? Einmal ringsrum hier. Ich hole mal ein bisschen Wasser und ein bisschen Spüli und dann waschen wir das mal ab. Dann müsste das doch richtig schön aussehen, hoffe ich. Ja, vielleicht mache ich das Fenster auch gleich sauber. Hm? Würde sich lohnen. Hier habe ich echt noch nicht sauber gemacht, weil sich es bisher noch nicht gelohnt hat. Aber man könnte jetzt ja langsam damit anfangen. Wir haben übrigens diesen Bodenbelag schon geholt in einer super dunklen Farbe. Ich bin total gespannt. Naja, und die nächsten Schritte werden dann sein Grundieren und so. Und Boden reinlegen, aber ich warte noch auf Daniel, dass der hier diesen Durchbruch gemacht hat. Dann geht es auf jeden Fall sehr viel schneller weiter. Der Durchbruch kann aber erst gemacht werden, ja, wenn hier die Decke drin ist. Sonst haben wir ja zwei kalte Zimmer, das ist ja Quatsch. Und hier wird schon sauber gemacht. Das sieht nach Feierabend aus, das ist schön. Na, Daniel räumt hier gerade die Fliesen raus, denn die sind echt ganz schön. Die heben wir uns mal auf, vielleicht kann man die in irgendeinem Nebenraum oder so gebrauchen. Und die Türzarge ist jetzt auf einer Seite befestigt, ne? Auf der anderen Seite noch lose. Raus, aber ich finde, es sieht wirklich schön aus. Das ist so eine Terrassendiele. Und die Winkel hattet ihr ja gesehen. Und damit die verschwinden, haben wir jetzt die Terrassendiele hier hingesetzt. Und das schließt super ab mit den Fliesen, drei Kreuze. Wenn man hier noch ein bisschen Fugenzeug reinschmiert. Ne, das geht nicht wegen dem Holz. Nee, kennen wir ja schon. Silikon oder so, kannst du dann machen. Ja. Ja, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Sieht echt hübsch aus. Genau, hier wurde dann die Tür angeschraubt an diesem Winkel und das gleiche wiederholen wir jetzt auf der anderen Seite. Wir hatten jetzt natürlich nur eine Diele mitgenommen für die Seite und dann machen wir das drüben analog genauso. Und du befestigst das auch genauso? Nee, du bohrst, ne? Naja, das werden wir ja dann sehen. So wichtig ist es ja auch nicht. Aber wenn man hier guckt, schon mal schön dreckig. Dreckig? Alles ist hier dreckig. Macht niemals den Flur, Leute. Es ist wirklich die blödeste Idee der Welt. Echt, so schwer geht das? Ja, krass, ne? Ey, zum Teil tritt man drauf und die flattern einem so entgegen und da hält's wie Bombe. Und ihr seht, ne, was hier wieder für ein Mist drin ist. Ach, ich hatte das, glaube ich, schon erzählt, dass wir das alles rausräumen müssen. Oh, wohin damit? Unser Müllberg, der wächst und wächst und wächst. Die Fliesen sind raus, die waren mega schwer. Ja, wir haben uns gedacht, ja, lass uns mal um 9 jetzt hier nochmal ganz kurz die Fliesen rausreißen und rausbringen. Alter Schwede, das waren so eine dicken Oschis. Richtig, richtig schwer. Und beim Fliesenentfernen ist uns aufgefallen, dass hier unter der Mauer zur Küche ein riesen, riesen, riesen Loch ist und da war wirklich auch nur Schutt drunter. Deswegen läuft der Betonmischer auch gerade im Hintergrund. Da wird Daniel gleich noch mauern und das mit Beton ausgießen und das so ein bisschen stabilisieren, weil so geht es auf Dauer natürlich nicht. Also wieder mal gut, dass wir den Boden rausgerissen haben, sonst hätten wir das gar nicht mitbekommen. Und naja, wäre uns die Decke hier, also die Wand mal entgegengekommen, keine Ahnung, aber man will es ja auch nicht riskieren. Aber da wir jetzt erstmal nichts mehr abreißen, werde ich, glaube ich, erstmal hier das Bad sauber machen. Naja, da es morgen ja sowieso weitergeht und hier wieder richtig dreckig wird, habe ich jetzt nur ganz grob ausgefegt, das Waschbecken ausgewischt und die Arbeitsflächen abgewischt. Das muss jetzt erstmal reichen, weil morgen sieht es wahrscheinlich eh wieder nach 10 Minuten genauso aus. Dann mache ich jetzt noch schnell im Mittelzimmer sauber und ich glaube, dann ist Feierabend für heute. Es reicht und hier sieht es wirklich ganz, ganz wüst aus.
Und Daniel füllt hier unten jetzt natürlich noch auf mit Steinen. Die sieht man jetzt da so ein bisschen. Und Beton. Die letzten zwei Tage haben wir wirklich nonstop an den Türblenden gearbeitet und daran, dass die Türen da reinpassen. Die haben wir nämlich eingesetzt und ließen sich absolut nicht schließen. Was soll ich euch sagen? Das ist wirklich das erste Projekt, an dem wir gescheitert sind, und zwar kläglich. Die Tür ist jetzt zwar drin, sodass man wenigstens in Ruhe duschen kann, aber wie man hier an der Türblende sieht, haben wir so viele Bohrlöcher gebraucht. Das hat irgendwie alles vorne und hinten nicht gepasst. Also das können wir so nicht lassen. Das ist jetzt wirklich nur ein Provisorium. Heute ist Sonntag, wir können nicht einkaufen, deswegen holen wir die morgen nochmal neu. Vielleicht nicht genau die gleiche, wir müssen echt nochmal gucken, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Zum einen natürlich die Bohrlöcher, zum anderen ist hier vielleicht auch ein riesen Ritz. Der ist, glaube ich, der sieht jetzt gar nicht so schlimm aus, aber es sind schon so 3-4 Zentimeter. Also da müssen wir uns mal was Neues einfallen lassen, verputzen vorher oder keine Ahnung. Und dann war natürlich noch die große Frage, wie sieht es denn jetzt hier im Mittelzimmer aus? Passt da denn wenigstens die Tür rein? Ja, die Tür hat jetzt zum Glück mit Ach und Krach reingepasst und passt gerade so von der Breite. Am Anfang war hier so ein Riesenspalt, dann haben wir nochmal ein bisschen nachjustiert. Jetzt geht's. Die bleibt auf jeden Fall so, aber die zum Bad, die müssen wir echt neu machen. Dass wir da zwischenzeitlich die Fliesen aus dem Flur rausgerissen haben, war auch die blödeste Idee, die wir je hätten haben können. Weil jetzt natürlich da der ganze Sand rumliegt und man den von einem Zimmer ins nächste immer wieder schleppt. Wir hätten das echt später machen sollen, ne? Erst die Tür rein, dann die Decke machen, dann den Boden rausreißen und ihn sofort neu machen. So bleibt das jetzt natürlich liegen. Keine Ahnung, was uns an dem Abend gerissen hat. Da waren wir vielleicht ein bisschen übermotiviert, ne? Also gleichzeitig 20 Baustellen anzufangen, die alle super dringend und wichtig sind, ist eine doofe Idee. Haben wir dann am nächsten Tag auch festgestellt. Beziehungsweise schon am Abend, als man so in die Küche gegangen ist oder ins Bad. Total schrecklich. Ja. Die nächste Woche wird wieder sehr arbeitsreich. Wir freuen uns schon. Also wir sind wirklich mega frustriert mit diesen Türblenden, dass das nicht klappt. Und wir echt, ich glaube, wir haben sogar 3 Tage damit vergeudet. Ja, und das große Problem ist halt so ein bisschen, dass wir jetzt nicht genau wissen, selbst wenn wir eine neue Türblende holen, wie wir es da machen. Wahrscheinlich erstmal vorher einen Plan machen und gucken, ob alles in Waage ist. Das ist bei Türen anscheinend nicht so unwichtig, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, wir wollen die Decke jetzt weitermachen, sodass das nicht mehr so durchzieht. Es ist nämlich mittlerweile ganz schön kalt geworden und damit verabschiede ich mich. Bis nächste Woche. Tschüss!